Lasst das innere Chakra durch euch hindurchfließen. Ich werde jetzt nicht mehr ragen. Ich werde die Schuld nicht mehr beim Spiel suchen, weil ich selbst ein ziemlich schlecht spielender Lappen bin. Ich werde versuchen, nicht nur Time-Finish-Spots zu suchen. Ich werde diesen Controller heute nicht werfen, nein. Er wird in Gänze bleiben und nicht von uns weichen. Wir werden uns zusammen jetzt pushen. Und die nächsten Gegner wegkocken. So fühle die Magie der Meditation in euren Zellen. Macht es nach zu Hause, es funktioniert. Schließen Sie Ihre Augen. Ballen Sie Ihre beiden Hände jeweils zu einer Faust. Lassen Sie die negative Energie aus Ihrem Körper hinausdringen. Falten Sie nun Ihre Hände. Und atmen Sie tief aus. Und kaufen Sie jetzt bitte mein Merchandise, okay? Gamerbrother.de, da gibt's meinen Merch. Ihr meditiert ja gerade und tut genau das, was ich sag. Kauft mein Merch. Gamerbrother.de, könnt ihr sehr gerne machen. Der Versand ist ziemlich günstig. Es gibt ein paar neue Motive. Ja, würde ich jetzt an dieser Stelle empfehlen, falls ihr noch gerade am Meditieren seid, Ausrufezeichen Shop einfach mal in die Beschreibung eingeben. Gamerbrother.de, da gibt es wirklich den geilsten Merch auf der ganzen Welt. Mann, ich könnte mich immer noch aufregen. Es hat halt gar nichts gebracht, Mann. Ah! Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, also wirklich, ne? Man muss ja auch mal sagen, man muss ja jetzt mal also, ne? Hilf Simon. Jung, schwach, verzweifelt. Ich bin komplett verzweifelt. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, Freunde, also man muss ja jetzt die Fehler suchen, ne? Man muss ja jetzt mal die Fehler suchen. Klar, Juan Bernat, ganz schwaches Spiel, der hat sowieso die letzten 3 Jahre nur Scheiße gespielt, ne? Also da geht gar nichts. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich persönlich kann mir hier gar keinen Vorwurf machen, ne? Ich habe gut gespielt, legendär, kein Problem, ja? Mega, gefickt den Gegner, bin sowieso der Geilste, ne? Den 88er mitgenommen, auf den 17er gegangen, dann den 45er über einen Dreieckspass mitgenommen. Kein Problem. Nur die 34er haben halt nicht auf den 62er geflankt. Ganz ehrlich, das Team ist einfach zu schlecht. Das Team ist schlecht. Ich sehe es von hier. Die Herzen der ganzen Mannschaft, ganz neuen Groupies im Hotel, werden sie sich bücken und da freuen. Ich bin Profi, Fußballer, das wird Franco Di Santo, Franco Di Santo, als fahr ich an den Lampen. Das wäre halt alles 10-mal epischer, wenn wir auch noch einen Gegner finden würden, Alter. EA Sports, Junge! Ich versuche hier zu entertainen, obwohl ich komplett triggert bin und ich finde mit euren dreckigen Scheiß-Servern nicht mal einen Gegner, Alter. Okay. Franco Di Santo. Alter, man sieht halt durch die Brille echt nichts, ne? Das kannst halt komplett knicken. Das war doch schon wieder! Der Franco, Junge! Scheiße! Alter, man sieht halt echt gar nichts dadurch. Ach du Scheiße. Freunde, macht euch keinen Kopf, Alter. Ein Spiel geht 90 Minuten. Und am Ende trifft immer Franco Di Santo. Merkt euch den. Wir treffen gehen nach vorne und treffen einen Torkopf nach Geran. Ist das besser geworden, du gewinnst das. Ja. Es gibt nur eine Nummer 1, Junge! Ich bin Profi-Fußballer, was ist das? Franco Di Santo. Franco Di Santo. Franco Di Santo. Wo ist Franco? Franco, komm! Er ist schon gefährlich beim Anstoß. One Touch, Hat-Trick, Franco Di Santo. Wo ist er? Franco Di Santo.
Franco Di Santo. Wer ist schon gefährlich beim Anstoß? One Touch Hattrick, Franco Di Santo. Die Hand kommt aus der LS aus Argentinien, ist am Schwamm. Mund wird's gleich rot kriegen, leg den Ball zurecht, denn nur ich darf den Freistoß schießen. Du musst in deinen Texten sogar Lückenfüller weiten, ich geh auf Prinzip nur noch auf die Südtribüne scheißen. Franco, schieb keine Welle bei den Besten, nicht nur im Sacken, ich will Bälle in die Fresse. Franco Di Santo. Franco Di Santo, als war ich ja der Name. Mit Controller! Oh oh! Look at my damn! 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 Junge! In Depp gehalten! Komm, lauf durch! Komm, komm! I play with the water and they swim well. Look at my damn! Get in there! Look at my damn! Genommen! Vorhaut genommen! Leben genommen! Alter, ich bin raus! Ach du Scheiße, Junge! Hat er nicht gemacht. Look at my damn. Er muss mal wieder in den Schwitzermodus gehen. Maya auf den Franco. Ah, argentinische Connection. Brauchen den Hattrick für den Franco. Ein Tor fehlt noch. Franco Di Santo. Wer ist schon gefährlich beim Anstoß? One Touch Hattrick, Franco Di Santo. Die Hand kommt aus der Nähe, ist aus Argentinien. Oh, Franco! Oh, er macht schon wieder. Maldini Ehre. Leute, wir holen uns. Wir holen Ansage. 23. Dezember 2018. Wir schießen jetzt einen Hattrick mit Franco Di Santo. Ah! Ansage! Schuss! Tor! Bruder, komm! Gönn es! Gönn es! Das ist immer da, Junge! Oh! 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 Ah! Ja! Ey, gehst du vor meinem Franco weg? Das war halt mal ganz kurz der Real Life Di Santo. Aua. Aua. Oh! Da hat er fast sein Leben beendet. Ein Schuss in dein Face und du liegst wie ein Hund. Bei jedem meiner Fehler ist der Schiedsrichter schuld. Freunde, man muss halt auch dazu sagen,
Ich meine, ganz ehrlich, guck mal, wir haben einen Weltklasse-Spieler, also wir haben einen Weltklasse-Spieler auf dem Feld, Max Meyer, klar. Und wir haben halt einen, den weltbesten Spieler, Di Santo. Da rum halt rullet Eusebio, da läuft halt auch nur Scheiße rum, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Wenn ich den mit Di Santo mache, benenne ich meinen YouTube-Kanal für eine Woche in Di Santo um. 49 Freistoßpräzision. An die Latte! Er haut ihn an die Latte! Ah! Vierer packt die Santo, Freunde. Können wir bitte festhalten, dass Di Santo in 3 Weekend League Games 8 Tore gemacht hat und 2 Gegner geragequittet sind? Warte, Jungs, komm, ich gebe euch mal einen Vergleich hier. Komm. Bin ja ein Ehrenmann. Ich gebe euch mal einen Vergleich. Damit ihr das mal einordnen könnt. Weekend League, 3 Spiele, 8 Tore. Schalke, Bundesliga. 71 Spiele. 5 Tore. 71 gegen 3 Spiele. 5 gegen 8 Tore. Haben wir den besten Stürmer im Spiel entdeckt. What the fuck, Alter. Also jetzt mal wirklich, geht ein Joke beiseite, ne? Aber wie wahrscheinlich ist das, dass man komplett getriggert in ein Game geht und dieser fucking Di Santo 5 Tore macht? Ich muss twittern, Alter. Ganz ehrlich, wer ist dieser Eusebio, Mann? Kennt einer von euch den? Eusebio? Habt ihr das schon mal gehört?